Großes Infopaket zum kommenden DLC, noch viel mehr Data Mining und erste Bilder vom zukünftigen Housing entdeckt. Das alles und mehr jetzt in Elder Scrolls Weekly. Und damit auch herzlich willkommen zu Elder Scrolls Weekly, eurer wöchentlichen Dosis Elder Scrolls. Zunächst einmal die Bitte vorab, wenn ihr doch noch Gameplay überhaupt, was ihr loswerden wollt oder weil es zu viel Platz auf eurem Computer einnimmt, dann könntet ihr es mir gerne schicken, denn ich könnte mal wieder etwas gebrauchen. Denn ich habe absolut nichts mehr, muss ich gestehen, und deswegen werdet ihr wahrscheinlich in diesem Video auch schon irgendwo eine Wiederholung an Gameplay feststellen. Und der kommende DLC mit den zwei Dungeons wird wahrscheinlich auch nicht so viel Gameplay hergeben, also könnte ich in extra Zeit ganz gut Gameplay gebrauchen. Wenn ihr also etwas habt, schickt es mir gerne, entweder bei YouTube, wenn ihr es privat hochgeladen habt, oder ihr könnt mir auch den Link ansonsten per Mail schreiben. Das nicht gelistet hochladen bleibt allerdings, privat würde nicht funktionieren. Ansonsten vielen Dank an alle, die mir zu dem 6000 Abonnenten gratuliert haben, die Marke, die ich am letzten Wochenende geknackt hatte. Wir können das Ganze nochmal machen, denn als ich am Dienstag von der Arbeit kam, waren 150 bis 200 davon wieder weg, weil YouTube scheinbar inaktive Accounts gelöscht hat angeblich. Ich weiß davon nichts, YouTube hat mir nichts gesagt, natürlich nicht, und offiziell natürlich auch nichts verlautbaren lassen. Aber hey, das heißt, man kann nochmal 6000 erreichen. Was für ein Glück. Und damit auch zu glücklicheren Nachrichten, denn wir haben eine Menge Informationen bekommen, nicht nur zum kommenden DLC zu Shadows of the Hist, was jetzt auch auf dem PDS verfügbar ist, sondern auch noch darüber hinaus einiges an Data-Mining-Material, eben zum Patch 2.5, und das ist ein Update, das wird in Zukunft kommen, aber was noch viel cooler ist, es gibt wahrscheinlich die ersten Bilder von Häusern, die wir dann im Player-Housing besitzen bzw. bewohnen dürfen. Aber alles der Reihe nach. Zunächst einmal alles Wichtige zum kommenden DLC, zu Update 11. Der DLC bleibt bei dem Namen Shadows of the Hist und so wie wir Zenimax kennen, wird es dafür auch keinen deutschen Namen geben. Denn bisher hatten wir auch Thieves Guild, Orsinium, The Imperial City und auch The Dark Brotherhood. Daher wird es vermutlich dieses Mal auch bei Shadows of the Hist bleiben. Vor allen Dingen, da ich nicht unbedingt weiß, wie man Hist vernünftig auf Deutsch übersetzen soll. Daher bleibe ich jetzt beim Englischen. Der DLC wird am 1. August schon erscheinen für den PC. Die Konsolenleute müssen sich die üblichen 2 Wochen wieder etwas länger gedulden. Dort erscheint es am 16. August, wobei man wahrscheinlich wieder einen Tag einkalkulieren kann, den es auf der PlayStation länger dauert, so wie es beim letzten Mal auch der Fall war. Offiziell versuchen sie es natürlich am gleichen Tag herauszubringen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das dieses Mal funktioniert. Das wäre ja mal etwas Neues. Der DLC wird ganze 2 Dungeons beinhalten. Korrektur zum letzten Mal, es sind 2 Vierer-Dungeons. Ich hatte da, glaube ich, fälschlicherweise behauptet, das wären in etwa dieselben Dungeons wie der Diebesgilde und der Dunklen Bruderschaft. Sollte natürlich nicht so gemeint sein. Es sind auf jeden Fall 4er-Dungeons, wie wir sie aus dem bisherigen Spiel auch schon kennen. Und die wird man auch nicht alleine schaffen. Sie beide sind in den Schwarzmarschen, in Schattenfen veranlagt. Und man muss da natürlich entweder hinreisen, möglich, oder man kann sie auch über den Dungeon Finder dann ausfindig machen und dort darüber auch direkt mit einer Gruppe in Verbindung treten. Das Ganze wird 1500 Kronen kosten, ist somit der bisher günstigste aller DLCs. Allerdings ist es auch der DLC mit dem geringsten Umfang. Und naja, wir wissen halt nicht, wie groß die beiden DLCs werden, wie groß die beiden Dungeons werden, aber dazu kommen wir dann ja in der Diskussion zur letzten Woche nochmal drauf zu sprechen. Da gab es nämlich ein paar sehr interessante Ideen, wie das Ganze funktionieren könnte. Es gibt natürlich auch wieder hier ein großes Paket, nicht nur die kleine Variante für 1500 Kronen, es gibt auch noch eine mittelgroße Variante für 2500 Kronen, also ein Tick über dem, was man für die letzten beiden DLCs bezahlt hatte. Dort wird es nicht nur die 2 Dungeons geben, sondern auch wieder ein Mount, nämlich ein Hist-Gua und ein Pet, Hatschmota-Schlüpfling? Bin ich mir wirklich nicht sicher. Und 5 Kronenschriftrollen der Erfahrung, eben zum schneller Leveln. Die beiden Sachen, Mount und Pet, kann ich auch später nochmal als Bilder zeigen, denn sie sind in den Patch Notes schon gedatamined worden. So wie einige andere Sachen auch. Und diese beiden Sachen wird es dann eben, inklusive der Dungeons und der Kronenschriftrollen, eben großen Paket geben. Daneben gibt es aber noch ein kostenloses Update des Grundspiels, wo diverse Sachen sind, die ich eigentlich schon im letzten Mal
thematisiert hatte und deswegen werde ich sie jetzt nicht alle ansprechen. Was ich lediglich daraus erfahren habe, ist, Textchat scheint für Konsolen tatsächlich wichtig zu sein, so wurde es mir zumindest eindringlichst erklärt und ansonsten wird es viele Überarbeitungen geben, was Dungeon-Belohnung beispielsweise angeht, was das PvP angeht, die einnehmbaren Siedlungen beispielsweise. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen, die alle Leute betreffen und da ist dann unter anderem die Stilstube zu nennen, also die Charakterumgestaltung, sowohl was den Namen angeht, als auch was die Rasse angeht, als auch was das komplette Aussehen angeht. Da wird man jeweils unterschiedliche Wertmarken für im Kronenshop erwerben können und kann diese dann ausgeben und dann entsprechend alles Mögliche an seinem Charakter ändern. Außerdem wird es noch angeglichene passive Volksboni geben. Wie sie aussehen, werden wir dann genauer sehen. Es könnte sich auch im Laufe der Entwicklung noch ein bisschen ändern. Also ich würde die Patchnotes noch nicht für wahre Münze nehmen, aber wir werden in Zukunft da sicherlich das ein oder andere noch drüber erfahren. Es gibt aber auch dieses Mal etwas, was nur für Leute mit ESO Plus ist, und zwar das Kostüme einfärben. Alle Leute, die ESO Plus haben, können demnächst hingehen zu einem der Färbertische, was ich ja letztens auch in einem Video erklärt habe. Falls ihr es noch nicht wisst, kann ich euch den letzten Teil des ultimativen Guides to The Elder Scrolls Online empfehlen. Da wird es dann auch gezeigt und erklärt. Und dann könnt ihr demnächst eben hingehen und einzelne Kostüme einfärben. In, glaube ich, bis immer zu 3 verschiedenen Farben. Alle anderen können das nicht. Die müssen sich mit festen Farbpaketen in Vorlieb nehmen. Dort gibt es dann eine feste Anzahl an Farbkombinationen, die man einmal kaufen kann und man kann sie einmal anwenden, diese Farbkombination, und damit wird sie verbraucht. Allerdings wird es jede Woche davon neue im Shop geben. Natürlich ein bisschen eingerechnet, wann das auf Konsole und PC erscheint, da gibt es ja immer wieder ein bisschen Verschiebung. In dem Zeitraum bleibt es natürlich gleich, aber sie wollen sehr häufig und regelmäßig neue Farbpakete anbieten und dann scheinbar über den Mehrwert bzw. das Einfärben können der Kostüme ebenfalls eine kleine Einnahmequelle zu haben über die weitere Individualisierung des Charakters. Ansonsten gibt es noch, wie auch sonst, ein paar Events, die sie vor dem Release des DLCs am 1. August starten wollen. Und da solltet ihr vielleicht Social Media mal im Blick behalten scheinbar, denn dort möchten sie allen möglichen Content zum neuen DLC promoten. Gerade was die Dungeons angeht, aber auch was alles rund um das Charakteranpassungstool angeht. Allerdings wird das Ganze nur für Streamer sein. Wenn ihr also für Stream-Content euch interessiert, könnt ihr bei Social Media hingehen. Ansonsten dürft ihr auch gerne bei mir auf den Kanal gucken. Hier gibt es auch Content. Zenimax. Nur so. Aber mit meinem Content reihe ich mich ja scheinbar ganz gut in die Reihe von Dingen ein, die Zenimax nicht groß promotet. Aber da bin ich ja scheinbar in sehr guter Gesellschaft, denn die Dataminer waren wieder sehr fleißig und haben diverse Sachen herausgefunden, die es demnächst im Kronenshop geben wird. Hier gebe ich allerdings nur die Kurzfassung, denn wir sind schon bei 7,5 Minuten dieses Videos, bei fast 8 Minuten. Und daher werde ich mich dem ganzen Thema lieber nochmal intensiver in einem einzelnen Video widmen und da alles zeigen, was es da so zu sehen gibt. Und außerdem ist der Patch dazu auf dem PTS 5 GB groß und mein Internet sehr klein, um einen populären Song zu zitieren. Aber bevor ich euch diese ganzen Sachen jetzt aber vorstelle, muss ich noch einen kleinen Disclaimer geben, denn wie es mit allen Data-Mining-Sachen so ist, die Dinge müssen nicht unbedingt wirklich auch im Live-Spiel erscheinen, das können auch einfach nur Testballons sein von Zenimax und die Kosten davon sind ebenfalls noch unbekannt, also die könnt ihr hier nicht erwarten. Aber wir wissen da ein paar sehr coole Sachen, die es demnächst geben könnte. Und darunter sind 3 neue Motive, nämlich die Liga der Assassinen, den Hollow Jack und die Diebesgilde, wobei ich davon ausgehe, dass Hollow Jack etwas ist, was wahrscheinlich eher in Richtung Halloween kommen könnte. Da gibt es auch sowieso ein paar mehr Sachen, die eher in Richtung Halloween Sinn ergeben, aber die werdet ihr gleich noch merken. Zunächst einmal gibt es aber noch 5 Kostüme, einmal den Hohen Kaiserlichen und einmal die Hohe Kaiserliche, also männlich-weiblich, Hohe Kaiserliche, wahrscheinlich ja, sehr elegant, sehr gut gekleidet etc. Es wird den Tribal Shaman geben und den Werewolf Lord, den ich besonders cool finde vom Design her. Allerdings wird es auch hier wieder etwas in Richtung Halloween geben, und zwar den Grim Harlequin. Man sieht schon, man hat in den letzten Jahren festgestellt, dass das Ganze mit dem Kronenshop und den Kostümen oder auch den Mounts, die es da gab, sehr gut funktioniert hat mit dem Halloween-Thema und scheinbar möchten sie das dieses Jahr wieder versuchen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man dann vielleicht auch noch weitere Feiertage in Anführungsstrichen hinzuzieht, wie beispielsweise Weihnachten etc. Ostern. Könnte man ja mal machen. Es wird auch 2 neue Reittiere geben, einmal ein Kagut und einmal den Histgua, den es ja auch schon in dem großen Paket zum neuen DLC geben wird, den ich vom Design her auch ziemlich cool finde, gerade diese leuchtenden Linien da drin sind bestimmt ziemlich cool und die muss ich demnächst auch unbedingt mal zeigen. 4 neue Pets wird es geben, den Lynx Caracal, also eine Lynxkatze, ein Hatchmoto, ebenso eine, ja, ich würde sie als Mini-Feuerschildkröte bezeichnen,
Ich fand ja die Feuerschildkröten immer schon sehr nett in dem DLC der Diebesgilde. Und ja, so war es als Pet, ist doch eine nette Sache. Dann die Dragon Viper wird es endlich geben, wurde auch von vielen Leuten gefordert, unter anderem mir im DLC der Diebesgilde wiederum. Und jetzt wird es sie dann geben. Und es gibt einen Dachs, denn hey, everyone loves badges. Dazu noch die ganzen kosmetischen Sachen, die demnächst kommen werden mit der Charakterumgestaltung. Darunter 9 verschiedene Hüte und 2 Halloween-Masken sind da ebenfalls bei. Also man sieht schon, das Halloween-Thema wird dieses Jahr sehr groß gespielt. Es gibt diverse Haarstile, Körperbemalung, Verzierung und so weiter. Die werde ich jetzt nicht alle im Einzelnen durchgehen. Da gibt es einfach Unmengen von, die man dann demnächst machen kann. Allerdings gibt es noch weitere 3 Dinge, die ich ansprechen möchte. Und das sind die 5 Persönlichkeiten, die ich als sehr großes Plus von diesem Spiel sehe, seit ich die das erste Mal gesehen habe mit der Dunklen Bruderschaft. Da gab es dann die Assassinenpersönlichkeit. Jetzt gibt es 5 weitere, nämlich die heroische, die wütende, die betrunkene, die glückliche und die traurige Persönlichkeit, die eurem Charakter dann eben eine andere Persönlichkeit überstülpt. Außerdem gibt es noch ein Zusatzpaket, eben traurig, wütend, glücklich in einem. Warum man da unbedingt jetzt diese 3 genommen hat, weiß ich nicht. Ich hätte mir ein heroisch betrunkenes auch sehr gut vorstellen können, aber leider sind diese Persönlichkeiten ja ohnehin nicht miteinander kombinierbar oder zumindest nicht gleichzeitig verwendbar. Das finde ich auch nochmal interessant, wenn die das machen würden. Daneben gibt es noch 3 Utility-Items, den Rassenwechsel, die Crafting-Tasche und natürlich der Appearance-Change. Klar, sollte eh klar sein für jeden, aber was ich seit Anfang an dieses Videos angesprochen hatte, die ersten Häuser wurden möglicherweise entdeckt für das Anfang nächsten Jahres erscheinende Housing in Teso. Es wurde definitiv angekündigt, wir haben die offizielle Bestätigung, Housing wird kommen. Und hier im Hintergrund könnt ihr jetzt ein paar der Häuser sehen mit unterschiedlichen Stilen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, welches davon mir persönlich besser gefällt als die anderen. Ich finde das auf den Stelzen schon relativ nett, weil das etwas anderes ist als die anderen, wobei da auch teilweise Herrenhäuser scheinbar dabei waren, da habe ich jetzt leider kein Bild zu, aber es hat jemand erzählt, da gibt es auch ein richtiges, fast schon schlossartiges Gebäude, in das man ebenfalls einziehen kann und diese ganzen Häuser werden jetzt immer wieder im Spiel scheinbar implementiert, ausprobiert und dann kann man gucken, was vielleicht bei den Spielern ankommt, wobei es ist immer noch Data Mining, sie sind ja nicht sicher, dass es den Spieler auch tatsächlich dann erreicht. Aber zumindest, das ist schon mal sehr cool zu sehen, dass sie an Housing arbeiten. Und wer weiß, vielleicht wird das System ja deutlich besser als die meisten Housing-Systeme, die ich bisher gesehen habe. Es kann auf jeden Fall nicht so viel schlechter werden. Ein Pilzhaus würde mir vielleicht noch fehlen. So ein bisschen in Richtung Morrowind? Naja, darum soll es jetzt wirklich nicht gehen. Und wenn ich so auf die Uhr gerade mal schaue, dann sind wir ohnehin schon in einer fortgeschritteneren Zeit angelangt. Und ich habe mir eigentlich für den Community-Teil bzw. eure Beiträge zur letzten Diskussion und auch die neue Diskussion schon einige Sachen rausgesucht und ich habe auch wieder eine Gildenvorstellung, die ich hier kundtun möchte. Daher würde ich sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle und es gibt morgen dann eben noch eine Ausgabe von Elder Scrolls Weekly, dann mit dem Community-Teil. Denn wir hatten jetzt wirklich viele News dabei, viele, wie ich finde, sehr interessante News. In weniger eigentlich, dass wir die ganzen Sachen zu dem neuen DLC haben, da bin ich immer noch nicht hundertprozentig von überzeugt, aber gerade von den Housing-Sachen und die neuen Kostüme, also alles, was irgendwie in Richtung Halloween geht, finde ich sehr interessant und sehr stimmungsvoll gemacht. Man muss halt schauen, ob das Ganze dann irgendwann zu viel wird, wenn wir dann tatsächlich für jeden einzelnen Feiertag irgendwas kriegen sollten. Aber bisher handhaben sie das ja ziemlich gut und da vertrauen wir denen doch erstmal weiterhin. Und damit bin ich dann auch wirklich am Ende für diese Ausgabe. Wie gesagt, morgen nochmal Elder Scrolls Weekly mit dem Community Teil und dann am Sonntag der 4. und somit letzte Teil des ultimativen Guides zu The Elder Scrolls Online. Dieses Mal mit dem Thema Endgame. Und damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.